Hallo, hier ist er wieder, Citali Pinu, und ich zeige euch, was man alles Aufregendes erleben kann mit einem Mustang. Never wanted any trouble, I always followed you. All alone, there seems to be a different point of view. My mind knows it's not right. To God, I try to fight. Hier siehst du, wir packen ihm mal so richtig einige Sachen auf den Rücken. Neben dem Sattel hat er jetzt diese zwei Schaumstoffteile, die ihn sichtbar erstmal stressen. Trotzdem orientiert er sich an mir und er folgt meinen Impulsen und beginnt auch nach wenigen Minuten sich zu entspannen dabei. Ihr seht es daran, die Ohren werden lebendiger, der Kopf geht langsam runter und er fängt an, das zu akzeptieren. Ich frage mich ja immer, warum tut man so einem Pferd das an? Einem Pferd aus der Wildnis diese Dinge zuzumuten. Wenn wir es in unserer Kultur haben wollen, müssen wir ihn immer wieder konfrontieren, müssen ihn in die Herausforderungszone schicken, um eine Auseinandersetzung mit unserer Umgebung zu ermöglichen, damit er lernt und akzeptiert, dass das Leben nicht mehr wie in der Wildbahn ist, sondern in unserer Kultur stattfindet. Hier konfrontiere ich ihn mit den Gassen, ich lasse ihm Zeit, die Perspektive wahrzunehmen. Er soll schauen, wie sich das Zeug auf seinem Rücken bewegt. Und man sieht, er setzt sich damit auseinander und folgt dann dem leichten Impuls vom Seil, um sich hier auszuwickeln und wieder in Kontakt mit mir zu gehen. Auch der Anhänger ist für ihn mittlerweile überhaupt kein Thema mehr. Er steigt ein auf leichte Aufforderung von mir und er fühlt sich wohl da drinnen, nicht nur weil es regnet. Jetzt habt ihr wieder einen kleinen Eindruck von unseren Fortschritten. Schaut unser Video in der Mustang Makeover Mediathek. Da seht ihr die ersten Aufsitzversuche und wie wir das mit dem Sattel angegangen sind.